Wir haben angedeutet, dass... Ach Gott, das macht mich verrückt. Ja, ich denke auch an die Video. Was meinen Sie, wie Sie das nervt, wenn Sie hinter die Video gucken? Jetzt habe ich mal eine Sekunde. Das ist ja furchtbar. Ich habe sehr negative Assoziationen verbunden mit Kirchenglocken. Das ist so eine Art Reinschneider. Nee, wir haben das nachher auf dem Video. Was meinen Sie, wie das klingt? Was meinen Sie, wie das klingt? Meine 60-Sekunden-Strategie ist ja wahrscheinlich inzwischen weithin bekannt. Ist sie jemandem nicht bekannt, wenn sie an der kritischen Marge sind, an ihrem Kampfhormontopf? Einigen steht in dem Erfolgstraining drin, es geht darum, dass sie, wenn sie richtig sauer sind, dass sie sich verzupfen, wo sie keiner sehen kann, und dass sie 60 Sekunden den da machen. Da passiert physiologisch dasselbe wie bei einem Lachen, nur nicht so intensiv. Deswegen reichen 10 Sekunden Lachen und hier brauchen Sie 60 Sekunden. Und es läuft physiologisch dasselbe ab wie beim Lachen. Das heißt, da drückt ein Muskel auf einen Nerv, das Gehirn sagt, Gehirnbesitzer hat die Mundwinkel raufgezogen und produziert Freudehormone. Wenn Sie echt lachen, werden mehr produziert. Wenn Sie so machen, dauert es etwas länger. Und Freudehormone fressen Kampfhormone auf. Sodass Sie eine phänomenale 60 Sekunden Strategie haben, um in 60 Sekunden unterhalb die kritische Marge zu kommen, sodass die Denkprozesse wieder anfangen können. Das ist im Grunde alt und bekannt, das erzähle ich auch schon seit Jahren, aber ich möchte Ihnen noch einen wichtigen Tipp dazu geben. Man weiß inzwischen, dass wenn Sie Ihre Mundwinkel heben, dann stärken Sie Ihr Immunsystem. Wenn Sie Ihre Mundwinkel fallen lassen, zum Drauftreten, dann schwächen Sie Ihr Immunsystem. Und es ist kein Wunder, dass in den letzten 30, 40 Jahren, wo wir immer verkrampfter, mit immer mehr hängenden Mundwinkeln, verbissen um materielle Dinge gekämpft haben, die Immunschwächekrankheiten in allen sogenannten modernen industrialisierten Zivilisationen dramatisch zugenommen haben. Von plötzlich auftretenden Allergien bis zu der Grippe, die wir uns heute zweimal im Jahr nehmen, früher alle 3 Jahre eine, bis zur HIV, das sind alles Immunschwächeprobleme. Der Krebs kann nicht wachsen, wenn wir den da machen. Das widerspricht einander. Und deswegen möchte ich Ihnen raten, probieren Sie doch mal, wenn Sie wollen, wenn Sie was Gutes tun wollen, ob Sie es schaffen, unabhängig von der 60-Sekunden-Strategie im Notfall, wobei sich da verstecken, nicht? Das machen Sie heimlich, nicht den anderen angrinsen. Und die ersten 15 Sekunden fallen Ihnen sehr schwer, wenn Sie das machen, weil Sie ja sauer sind. Da kommen Sie sich absolut blöde vor. Aber Sie kommen sich zu dem Zeitpunkt eh blöde vor, was soll's. Aber dass Sie unabhängig von dieser Krisenstrategie mal versuchen könnten, jeden Tag 5 Minuten den da zu machen. Wir sagen jetzt nicht, die Leute anzulächeln. Das ist zunächst mal eine Art Grimasse. Wenn Sie das probieren würden, ob Sie 10 mal 1 Minute machen oder also 5 mal 1 Minute, 10 mal 1/2 Minute, wie auch immer. Wenn man in einem Laden arbeitet, dann kann man zum Beispiel hervorragend, wenn man unten was sucht in der Schublade, den da machen. Sieht ja keiner. Wir wissen, dass ungefähr 80% der Autounfälle auf Reptiliengehirnreaktionen im Auto zurückzuführen sind. Also wäre gerade die rote Ampel eine hervorragende Möglichkeit zu trainieren. Falls Sie Angst haben, dass die Leute in den anderen Autos gucken und vielleicht den Krankenwagen anrufen, in unserer Anti-Freude-Gesellschaft, dann nehmen Sie Ihr Handy ans Ohr. Dann beneidet man sich um den Gesprächspartner, der sie lächeln gemacht hat. Dann macht sie noch mehr Spaß. Es gibt schon Handy-Imitationen für 18 Mark, dafür sind sie gut.
Leuchtet ein, ne? Einfach mal probieren. So, jetzt kriegen Sie noch zwei Anti-Ärger-Strategien, die mir persönlich sehr viel gebracht haben. Sie sind in einer Situation. Jetzt ist er Ruhe. Also, Sie sind in einer Situation, da wo Ruhe, wie es in Bayern heißt, Sie sich gerade im Begriff sind, maßlos zu giften. Da hat wieder jemand was gemacht, Unpünktlichkeit oder sonst was. Sie können jetzt sich ärgern, Sie können das probieren, aber Sie sind in einer Situation, wo Sie nicht mal auf Toilette verschwinden können, um den zu machen, dann rate ich Ihnen zu folgender Strategie. Gucken Sie auf die Uhr, ganz wichtig, gucken Sie auf die Uhr, und sagen Sie, es ist jetzt 14.10 Uhr, ab 21 Uhr werde ich mich darüber ärgern, im Moment habe ich Wichtigeres zu tun. Um 21 Uhr entscheiden Sie, ob Sie sich dann noch ärgern wollen. Das ist eine phänomenale Strategie. Sie sagen nicht, ich ärgere mich nicht, ich ärgere mich nicht. Weil wenn wir sagen, denken Sie nicht an eine weiße Maus, wissen Sie genau, woran Sie denken. Und wenn Sie sagen, ich ärgere mich nicht, dann lösen Sie es ja aus. Genauso wie wenn Sie sagen, ich werde meine Mitarbeiter, Kinder und so weiter nicht mehr in die Pfanne hauen, dann lösen Sie es ja aus. Sondern Sie sagen, ab 21 Uhr. Sie verschieben nur. Und dann konzentrieren Sie sich auf irgendwas in der jetzigen Situation, wenn es geht, auf was Positives. Und wir wissen ja inzwischen, dass das viel mit der Wahrnehmung zu tun hat und dass es Übungssache ist, was Positives zu finden. Sie haben die gute Neuübung vorhin gemacht. Man kann gar nicht anders als sich wohler fühlen danach. Obwohl es nur eine Übung war. Vielleicht haben Sie so ein paar standardpositive Gedanken, an die Sie dann in solchen Fällen denken könnten. Vielleicht, dass Sie sich mal überlegen, es gibt Leute, die sind blind, taub und Schlimmeres. Gibt viel, für das wir dankbar sein könnten, wenn wir es uns öfter bewusst machen täten. Passen Sie auf, ich gebe Ihnen eine Frage, Sie diskutieren schnell nochmal in der kleinen Gruppe. So, Frageteil Nummer 1. Sie haben die Möglichkeit, eine phänomenale Urlaubsreise zu gewinnen, ins ferne Ausland mit Lebenspartner, Wert ungefähr 50.000 Mark, unter der Voraussetzung, dass Sie bereit sind, einem wunderschönen Schmetterling die Flügel auszureißen und ihn totzutreten. Sind Sie dazu bereit? Diskutieren Sie. Ist das nicht interessant? Wir empfinden was anderes bei schöner Schmetterling als bei Kakerlake. Wir haben andere emotionale Bindungen an den Begriff schöner Schmetterling und an den Begriff Kakerlake. Wenn wir jetzt Kakerlake nehmen täten und täten ein Kawa der dritten Art machen und nur positive Assoziationen, fällt manchen sicherlich sehr schwer, dann lösen Sie das Wort heraus aus dem... Ich dachte, die haben aufgehört. Ja. Dann lösen Sie das Wort heraus aus der alten emotionalen Bindung und haben die echte Chance, einen Neuanfang zu machen. Mit diesem Begriff. Sie haben die Chance, eine verantwortliche Wahl zu treffen, wie Sie in Zukunft damit umgehen wollen. Und das ist das Powervolle, das Machtvolle an dieser Technik. Okay? So, das war das. Dann wollte ich Ihnen unbedingt zum... Ja. Wir haben angedeutet, dass... Ach Gott, das macht mich verrückt. Ja, ich denke auch an die Video. Was meinen Sie, wie Sie das nervt, wenn Sie hinter die Video gucken? Wie laut kommt es drauf? Kann man es wegdenken später? Kann man es wegdenken später? Kann man es vergessen später? Okay. Also, ich werde mich in Selbstdisziplin üben und so tun, als wären Sie nicht da. Ich möchte Ihnen noch, ja, die sind für mich so ähnlich wie die Reinschneider. So, ich möchte Ihnen noch eine Technik vorstellen. Das ist die Kläranlage des Geistes. Wir haben angedeutet, dass Wolf Schneider darauf hingewiesen hat, dass Sprache dient auch zum Ausdruck von Dingen, die uns bedrücken.
Manche von Ihnen haben aufgeschrieben, was Sie am meisten ärgert, sind Schwafler und Leute, die über Nebensächliches reden und Leute, die immer denselben Schmarrn erzählen und so weiter und so weiter. Ist ganz klar, weil wir das noch nicht wirklich bewusst gemacht haben. In dem Maße, in dem ein Mensch keine Ahnung hat, dass er so und so oft Dinge ausdrückt, weil sie ihn bedrücken, dass er so und so oft Dinge in Worte fasst, damit er sie selber fassen kann, werden diese Menschen an gewisse Opfer in ihrer Umwelt hinreden. Sie benutzen andere als Sounding Board, wie die Amis sagen, als Klangbrett zum Lautdenken, Sprechdenken. Wenn ich die Gefahr erkenne, kann ich gegensteuern. Ich kann eine Übung machen, die ist phänomenal, ist ganz einfach, ist phänomenal, kostet Sie 10 Minuten pro Tag und diese Zeit holen Sie lässig wieder rein, weil Sie weniger oft genötigt sind, irgendetwas krampfhaft ausdrücken zu wollen. Das dauert meistens länger als 10 Minuten. Außerdem schaffen Sie natürlich nicht den Widerstand derer, die es zuhören müssen, wenn Sie das machen. Also Sie sparen die Zeit garantiert wieder ein. Die Übung ist ganz einfach. Sie setzen sich 10 Minuten am Tag hin. Wenn Sie so ein Morgenaufsteh-Sonnenmensch sind, dann können Sie das früh machen. So Nachtmenschen wie ich und Morgenmuffel sollten das nicht früh unbedingt machen. Ich mache sowas dann vorm Abendessen zum Beispiel. Besser mit dem leeren Magen als im vollen. Und dann schreiben Sie 10 Minuten nonstop, egal was auftaucht. Sie brauchen nicht zu lesen, was Sie schreiben, während Sie schreiben. Sie dürfen keinesfalls Korrekturen vornehmen, während Sie schreiben. Und wenn Ihnen nichts einfällt, dann schreiben Sie, jetzt fällt mir nichts ein. Notfalls 10 Minuten lang. Dann ist es eine Art meditative Übung gewesen, macht nichts. Und bei dieser Übung kommen Dinge zutage, die sind hochinteressant. Und man kann ein paar Wochen lang schreiben und dann irgendwann mal das lesen. Man kann es auch gleich hinterher lesen, aber Sie werden in zunehmendem Maße feststellen, dass da Dinge aufgetaucht sind, im Wortsinn, von denen Sie gar nicht wussten, dass sie da waren. Hochinteressant. Wir haben in unserer Programmierung nicht nur so Anti-Fehler, Anti-Reichtum, Anti-Freude-Programme bekommen, wir haben auch Anti-Selbsterfahrungsprogramme bekommen, beziehungsweise keine Pro-Selbsterfahrungsermutigungen. Wir gehen aber jetzt ins neue Zeitalter und wir können uns selber die Erlaubnis geben. Wir sind ja jetzt erwachsen.